Ja, guten Tag. Hallo. Da bin ich. Was ist das denn? Ein Yoshi, oder? Das ist ein Yoshi. Komm, ich will auf der Reise. Yoshi, Yoshi! Hey Leute, was geht ab? Ist wieder euer Peter, oder sollte ich sagen? It's me, Mario! How are you? Ja, wir spielen heute eine Minecraft Super Mario Map. Ihr seht ja auch schon hier, hier sind diese Blöcke, in denen auch die Pilze drin sind und die Münzen. Und ja, oh, hier ist ein Bowser. Hier stehen halt noch ein paar Sachen, die ihr braucht. Zum Beispiel braucht ihr für diese Map am besten das Super Mario Medley Resource Pack. Damit ihr auch die ganzen, also damit die Blöcke richtig angezeigt werden und damit ihr auch Sounds habt, zum Beispiel hier. Hört ihr? Das sind dann Münzen quasi. Es wird dann angezeigt in Gold. Hier haben wir so eine Sonne von Super Mario Galaxy, müsste das sein. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber Super Mario war mein Spiel auf der Super Nintendo, zum Beispiel, als das zum ersten Mal kam. Oh, ich habe so, da hat drin so einen Supersprung gehabt. Das war echt mein Spiel. Super. Okay, man darf nicht da drauf landen, sonst teleportiert man zurück. Super Mario war mein Game, Alter. Super Mario Land, ey, das war der Hammer. Das war echt der Shit, Mann. Das war wirklich krass geil. So. Ich zeige euch auch, ich pack die Maps unten in die Beschreibung rein. Da könnt ihr euch die mal runterladen mit dem Resource Pack. Und dann könnt ihr auch mal zocken. Ist schon richtig geil gemacht, finde ich. So mit den Blöcken und alles drum und dran. Ist halt so ein Jump'n'Run, ne? Wie man es kennt. Oh, da hinten steht Todd. Hello, Todd. It's me, Mario. How are you? Can we play some games together? Oh. Press button to speak to Toad. Okay, komm hier. Hello. Das ist alles, was er jetzt sagt, geil. Und ich sehe, wir haben in der Leiste auch einen goldenen Apfel, der gibt uns Leben dazu. Nice, man. So, und hier seht ihr auch schon, haben wir einen Checkpoint. Hört mal jetzt hin. Voll nice, oder? Mit dem Sound, dann macht ihr die Tür zu. Und dann drückt ihr auf den Knopf, damit es Nacht wird, damit ihr dann schlafen könnt und da speichern könnt. Damit ihr, wenn ihr irgendwo runterfliegt, nicht mehr komplett von vorne anfangen müsst, sondern den Check ab da wird dann wieder neu gestartet. Weil das ist ja echt knifflig. Manche Sachen sind nicht ganz so einfach zu bestehen. Jetzt kommt, wird es schon schwieriger. Ihr seht ja schon, da ist die Sonne, ist der Mond. Würde mich super interessieren, was war denn euer Super Mario Lieblingsgame? Es gab ja so viel. Es gab ja halt die Super Mario Brothers. Brothers. Auf der NES schon, auf der ersten auf der ersten Nintendo-Konsole. Und danach kam ja Super Mario World. Halt auf dem Game Boy ganz viele Sachen. Und, jo, oh Gott. Und dann gab es Super Mario Sunshine, was ich richtig pornös fand, weil das was ganz anderes war. Ja, und dann kam halt die Super Mario Galaxy rein. Oh, und jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Kniffliger vor allem. Es wird so eine Art Jump League. Zack. Aber das kriegen wir doch easy hin, würde ich sagen. Was war das gerade? Krass. Wir haben ein bisschen Damage bekommen, ein bisschen Fall Damage. Zack, zack, zack. Oh, nein! Crap, da bin ich runtergefallen. Mist, verdammter. Heute schon. So, jetzt sind wir wieder hier, hatte ich ja eben gesagt. Das ist der Checkpoint, in dem wir wieder neu starten. Jetzt kriegen wir es hin. Perfecto, Mariko! So, und ihr seht auch schon, das ist wie früher bei den Super Mario Brothers. Da ist diese Burg und da ist die Fahne, wo der immer draufgesprungen ist, damit er dann. Und dann. Und dann kam das Feuerwerk. So, hoffentlich schaffen wir den Sprung. Geronimo! Jawohl! Da oben ist eine ab. Und hier ist der Checkpoint. Hier speichern wir mal. Oh, eine Fledermaus. So, legen wir uns mal hin, schlafen. So, zack, zack, zack. Perfekt. Du bist bösartig, du bist vom Bowser geschickt worden. Ich liebe diese Sounds, Alter. Nice. Ja. So, das ganze Spiel ist leider eine kleine Demo, denn das Ende, das Spiel
ist noch nicht ganz draußen. Steht ja, thanks for playing, this is only a demo, but if you want to support the creation of the full version, leave some support on the Planet Minecraft page. Also, das war eine Demo und wenn man da das andere spielen soll, soll man die also ein bisschen unterstützen, weil das noch in der Mache ist. Ja, Leute, das war die Super Mario Bros. Minecraft Map. Ich habe aber noch eine andere für euch, die können wir auch gerne mal zocken und machen wir hier einen kleinen Cut und sehen dann gleich wieder. So, jetzt sind wir hier bei der Super Mario Map, die ich eben schon mal gesagt habe. Drücken wir mal hier drauf, dann kommen wir hier hin. Und ihr hört auch schon im Hintergrund diese Sprungfeder, der man dann war. Hier sind auch wieder Betten, da kann man sich drauflegen. Zack, zack. So, mit diesem Block haben wir den hier erschaffen. Das ist quasi alles so Jump'n'Run mäßig. So, hopp, hopp, hopp. Das ist schon ein bisschen kniffliger. Jawohl, haben wir hier East gerackt. Oh, Alter! Habt ihr gehört? So hört es ja auch an, wenn Mario stirbt. Mega nice. Ich finde das cool. Da kommen so richtige Erinnerungen hoch, wenn man Mario zockt, weil ich finde, es gibt... Also die Idee an Mario an sich ist ja schon ziemlich geil. Weil wer hätte denn gedacht, dass das klappt? So, als die Entwickler gesagt haben, ey, lasst uns doch einen Klempner machen. Den nennen wir Mario. Ja. Und der muss immer seine Prinzessin, muss immer diese Prinzessin retten. Das ist eigentlich ziemlich sinnlose Storyline, aber die hat so, oh Gott, die hat aber immer funktioniert, finde ich. Und egal, was die Macher rausgemacht haben, es war immer geil von Mario. Und wenn es was Neues war, was die gemacht haben, es war wirklich, es ist immer angekommen. Auch Mario Party, die ganzen anderen Spieleableger, sowas. Aber Mario Soccer. Das war auch mega nice. Das habe ich mit meinem Bruder gesucht. Da haben wir mal gegeneinander gespielt. Das war voll geil. Ey, das habe ich sogar mit Simon gespielt. Simon ist ja nie so der Sporttyp gewesen. Aber selbst das hat Simon immer gern gezockt. So. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir hier rüber? Von da aus schaffen wir das nicht. Aber die Frage ist, können wir das von da aus schaffen? Ist hier nochmal irgend so ein Knopf, den wir betätigen müssen? Ich denke nicht. Weil das wird der Todesjump der Hölle. Ja, geschafft. Zack. Zack. Okay, das sind wie so kleine Leitern. Was? Warum bin ich jetzt da runtergefallen? Das ist doch Crap, Mann. Mann, ey, ich hatte noch so viel Platz. Und jetzt sind wir nochmal hier oben angelangt. Und ich hoffe, ich schaffe diesen Todessprung, Alter. Aus diesem Winkel muss ich abspringen. Zack, zack, zack. So, für Leute des, für Freunde der Jump League-Reihen oder der Jump'n'Run-Sachen ist Super Mario Bros. Einfach die beste Map, die man zocken kann. Ne, leider nicht geschafft. Ich würde sagen, gehen wir mal einfach hier durch. Bauen wir ein bisschen die Map ab. Und schauen uns den Rest hier an. Einfach mal hier gucken, was es so gibt. Okay, krass. Wo ist denn der Schalter hiervon? Nice, Alter. Das ist ja cool. Etwas schön gemacht, muss ich sagen. Was ist hier drin? Ja, guten Tag. So, wir gucken uns das Ganze mal von innen an. Hier haben wir ja... Ja, genau. Hier sind wir gestartet. Da steht hier Creators Mika James 65. Please mention our YouTube Golden Creeper 321. Ist wirklich sehr schön gemacht, muss ich sagen. Ist das ein Schaf? Was macht denn ein Schaf hier bei Super Mario? Oder soll das Yoshi sein? Man weiß es nicht. Oh! Zack, ich springe da drauf. Zack, zack. Und dann rollen die sich hier ein. Das sind diese raupenähnlichen Teile. Das ist ziemlich geil. Also das muss man sagen. Ich finde es ja immer schön, wenn man sich so viel Mühe gibt. Und wenn man das dann so, ich mit diesen Blöcken und so, es war schon einiges am Bauzeit, muss ich sagen. Und ich mache hier einfach alles kaputt. Was ist hier drin? Ja, guten Tag. Thanks for actually beating the map. Ey, ich habe die Map nicht mal gebeatet, Alter. Wie ist es mit dir? Oh, da ist ein Haus. Ja, guten Tag. Hallo. Da bin ich.
Was ist das denn? Ein Yoshi, oder? Das ist ein Yoshi, komm, ich will auf der Reihe, Yoshi, Yoshi! Komm, Yoshi, nochmal, komm. Mann, es lässt mich einfach nicht drauf. Jetzt war ich schon wieder drauf. Mann, das ist, man klickt immer so oft. Komm, bitte, Yoshi, bitte. Bitte, komm, ich will auf dir reiten. Bitte, bitte. Leute, man kann gar nicht richtig drauf reiten. Okay. Dann nicht, Yoshi, dann nicht, dann verpiss dich. Mann, ich wollte nur auf den Yoshi reiten. Das wäre so nice gewesen, Alter. Wäre richtig nichts gewesen. Was ist denn hier drin? Ah, warte, eine Stunde zum Abbauen, Alter. Okay. Hier kommt Johnny. Spitzhacke wäre jetzt nicht schlecht. Muss man ganz ehrlich sagen, es wäre nice. Was haben wir denn hier? Julio. Das soll ja so Geister sein. Cool, Alter. Ja, nice. Ich würde sagen, das war's. Wenn ihr Bock habt, diese Map selber zu spielen, packe ich sie euch unten in die Videobeschreibung. Denkt dran, dass ihr das Ressourcenpack auch noch dazu braucht. Und damit die ganzen Designs und die Sounds habt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich feiere Mario sowas von. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare mal schreiben, was euer Lieblingsteil von Super Mario war. Oder welches Gameboy-Spiel etc. Schreibt einfach mal unten in die Comments. Ich würde mich super freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ich würde sagen, it's me, Mario. Bis dann. Tschaußen.